Willkommen zurück zu GTA San Andreas. Ich kann nicht fliegen. Wer überprüft das? Ich gehe jetzt da rein. Ja, ich hab, ihr kennt mein Ziel. Soll einfach nicht zugehen, dankeschön. Ihr kennt mein Ziel. Was ist das überhaupt für eine Einfahrt so? Kommt ihr rein und können wir da lang so fahren, ne? Ist okay, ist okay. Gut, ja. Ihr kennt mein Ziel. Ich möchte mir im Area 69 einen Panzer besorgen und dann ja, mit voller Verfolgung die Bürgerwehrmission angehen. Ich habe ein bisschen Angst vor, aber wir schaffen das. Ich habe schon die falsche Taste gedrückt. Wo ist Area 69? Das ist hier. Ich weiß nicht ganz, wo genau der Panzer ist. Black hier. So. Ja. Da ist der Panzer, der. Und hier müsste irgendwo ein Panzer stehen. Ich bin nicht ganz sicher, wo genau. Ich glaube eher nördlich. Ach, keine Ahnung. Ich lasse mal hier einen Wegpunkt so. Und wir gucken einfach mal. Okay, mit L und R lenke ich links und rechts. Ich glaube, hier ist auch irgendwo ein Düsenjet eigentlich, aber ich glaube mit dem Dodo. Liegt es ja schon besser, da kann ich halt vom Panzer dann halt so rausspringen, da muss ich halt wirklich schnell sein, so, ne? Und halt auch aufpassen, nicht in Area 69. Ballert nämlich auf uns mit irgendwelchen Raketen, sondern eben auch, naja, einfach generell die Menschheit. Weil wir halt ins Sperrgebiet fliegen. Und Sperrgebiet ist alles, was verboten ist. Wir in der letzten Folge hatten wir schon mal kurzes Vergnügen, ne? Ihr erinnert euch. An das Hufeisen und ja. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Hey, diesen Turm da, kenne ich aus GTA, Tony Hawk's American Race Center. Also den Turm, der jetzt links von uns ist, da diese Spirale da. Ich möchte gerne Spirale. Kann ich denn das Dodo, den Dodo in der Garage parken? Man kann es dann letztens aber auch hier schon zu Beginn des Spiels, glaube ich, 6 Sterne holen. Und dann damit halt auch an den Panzer kommen. Vielleicht kriegen wir auch 6 Sterne, ne? Weil dann wird es ein Spiel geben. Aber erstmal Area 69 abchecken. Sehen wir das schon von hier? Ey, da hinten ist es, ne? Ja, wir müssen einfach mal, ja, aufs Beste hoffen. Wenn es also nicht klappt, probieren wir es nochmal mit dem Düsenjet. Da fahren da unten Autos lang. Ich wollte schon sagen, wo die Sterne bleiben. Okay, ich bin so ein bisschen angedüstet, da kann ich gerade nicht mehr so gut fliegen, aber wir schaffen das. Wir müssen nur den Panzer orten, weil der steht, glaube ich, weiß es nicht. Da, nee, das ist ein Helikopter. Wo ist der Panzer? Ich glaube, da steht. Pack! Ich glaube, der steht da in so einer Garage drin. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So. Da bin ich doch jetzt mal weiter hinten noch. Na, weiter hinten aufs Feld gegangen. Holen wir jetzt mal so einen Chat. Ich hoffe auch, die ist offen, so, ne, aber sollte eigentlich, genau. Und ja, ich habe mir jetzt mal die genaue Position markiert. Bitte rückwärts fahren. Dankeschön. Ich habe jetzt mal den genauen Ort markiert. Das ist. Ja, ist halt letztlich so eine Garage, die mittlere, um genau zu sein. Zumindest, keine Ahnung, habe ich nachgeschaut und habe so eine Map gesehen, wo halt dieser Punkt markiert ist, so. Der geht einfach mal davon aus, dass das so der richtige ist. Ja, okay, das ist auch kein richtiger Jet, ne? Ich glaube, der Dodo ist schon schneller. Aber vielleicht hält er ein bisschen mehr aus. Aber eigentlich muss halt einfach nur. Wenn ich das direkt dahin geflogen wäre, hätte ich es auch geschafft, ne? Ich bin auch, glaube ich, halt eher explodiert, weil ich halt auf den Boden aufgeknallt bin und nicht unbedingt, weil es von irgendwas getroffen wurde. Weil doch, ich bin schneller als mit dem Dodo. Das ist gut. Wieder halt, muss halt eigentlich nur ja, tief fliegen und dann einfach. Ich werde rausspringen, Leute. Sicher landen, dafür habe ich keine Zeit.
Idealerweise hat das Gefährlichste wirklich. Oh, da unten war doch die Party, ne? Ne, die ist da hinten noch gewesen. Das Familienfest. Vorletzte Folge. Vorletzte Folge schon. So. Da die mittlere Garage. Wir sehen sie doch schon. Nein! Willst du mich verarschen? Alle guten Dinge sind ja bekanntermaßen drei. Und da es ja eigentlich mit dem Dodo ja recht gut lief, nehmen wir den jetzt nochmal. Weil vielleicht das Link dann nicht so schnell mehr getroffen wird, so. Aber generell sollte ich auch nicht zu früh runterfliegen, so. Ich kann auch schon runterdüsen, so, und dann rausspringen, so, das passt schon. Aber ja. Und ja, jetzt habe ich auch angefangen, meinen Spielstand zu laden. Das habe ich beim ersten Mal vor auf Beginn der Aufnahme noch gar nicht so richtig, noch keinen guten Ort gehabt. Es hat aber in der Nähe, aber nicht das Link des Speichers. Und habe ich jetzt dann nach dem ersten Tod gespeichert oder lade es jetzt immer wieder neu, ne? Meine Güte. Jetzt nehme ich aber auch Sachen vor, so, ne? Nein, ich müsste es nicht machen, ne? Ich könnte natürlich auch ganz legal jetzt so die Bürgerwehr machen. Aber naja. Aber auch erst später, ne? Das Rote ist schon eine Rakete, ne? Ja, ja. Okay, wo geht's dann eigentlich raus? So. Ah, da ist so ein Tor. Hier muss irgendein Panzer sein. Wo ist der Panzer? Warum ist hier kein Panzer? Ist das ein... Cargo Bob. Komm, steig aus! Warum war das kein Panzer? Also, wie erkläre ich euch das jetzt? Der Panzer in Area 69, der spawnt erst nach, Black Project Mission. So spät. Ja, was ich jetzt einfach mal probiere, ist mal, keine Ahnung, ich versuche 6 Sterne zu bekommen, klau mir den Panzer. Ich will das jetzt machen, so, aber ich glaube, ich muss das wirklich aufgeben, so. Aber wir probieren es mal, ne? Oh, danke für den zweiten Stern. Ist die Frage, ob ich das getten kann, nur für durch Überfahren von Menschen. Wir probieren mal, ne? Theoretisch könnten wir das dann auch in ein Speicherhaus bringen, ne? Den Panzer. Ich weiß noch nicht, welche. Ich kann theoretisch CJs Garage dafür nutzen. Was hat er in einem anderen Video empfohlen, wo du war, so ein Amoklauf im Polizeirevier zu veranstalten? Aber ich habe halt keine Waffen, so, ne? Das ist halt so ein Problem. Und frag mich nicht, wo ich Waffen herbekomme in dem Spiel. Ich hätte gern. Kannst du bitte Sterne bekommen? Ich töte hier Menschen die ganze Zeit. Dankeschön. Aber ich denke mal, wir müssen uns, glaube ich, schon von der Idee verabschieden.
dass ich, naja, was ich, was will ich machen? Einen Panzer holen. Könnte den Panzer überhaupt in den Zielfeld Garage, glaube ich, sogar platzieren. Das müsste eigentlich gehen. Aber ich glaube, ich kriege halt keine 6 Sterne, so, ne, wenn ich hier so rumblödle. Ich wollte auch noch stattdessen eine Folge machen. Ich könnte natürlich trotzdem mit einem Hubschrauber irgendwo hinfliegen, was anderes machen, ne? Ich könnte nämlich die anderen Arenen noch absuchen. Dann können wir, glaube ich, mal einen Dialog triggern, glaube ich. Brennt. Grove Street. Oh. At least it was before I fucked everything up. Oh, was zu essen. Tritt die rote Markierung? Nein, mach ich's nicht. Oh, das ist einfach eine Straßensperre, Mensch. Muss was essen. Keine Ahnung. Das ist ein Automat. Ja gut, ich kann kein Presslokal betreten, ne? Das Problem kennen wir ja. Was ist eigentlich für ein Wegpunkt hier? Oh! Der Wegmarker ist weg von der, von Siege's House, das ist gut. Wo ist denn ein Krankenhaus? Ja, wenn ich in die Nähe komme, merke ich es. Vielleicht kannst du den Hubtrick benutzen. Der hat mir schon in den Kommentar geschrieben. Aber gut, guck mal, jetzt der Wegpunkt weg. Mensch, warum hab ich den früher gemacht? Ah. Oh, wechseln. Wechseln wir mal das Auto, ne? Wo? Ja, da hinten bei dem Kreuz irgendwo. Ah ne, hier ist das Krankenhaus, ne? Kopf überfahren ist halt immer gut, lo. Und sind überall Drogendealer. Warum ist im Krankenhaus, um mich zu heilen, genau. Hallo. 4 Sterne, sehr gut. So. Wechseln wir mal, man kann ja keine Herzen mehr aufsammeln von Krankenhäusern, aber Krankenwagen sollten noch heilen. Ja gut. Ist auch so ein bisschen enttäuschend. Los komm, ne? Also das ist richtig Rumdumpelfolge, ne? Aber ja, ich denke mal. Oh hi. Nächste Folge ist dann, denke ich mal, ja. So ein bisschen Story halt. Und dann die Folge darauf, Graffitis. Ich denke mal, das ist dann, denke ich mal, ein ganz guter Rahmen. Endlich bin ich dann die Töter. Endlich komme ich meiner Berufung nach. Ich muss halt viele Leute überfahren, Cops am besten. Eine gute Folge, ne? Oh, die haben gerade das Beat gespielt mit der Bank. Cool, cool.
Menschen. Ich hoffe, ich werde auf YouTube gesperrt, für was ich hier mache. Aber naja, ne? Wenn die kein Panzer. Warum ist der Panzer nicht in RSX? Ja, okay, man soll nicht so früh einen Panzer bekommen. Ist doch egal so. Also wenn ich jetzt den Panzer wirklich speichern könnte, so, ne? Wäre eigentlich auch Slay. Fahrradfahren. Ich wurde gefragt, ob ich die Kuriermission mache, jetzt schon. In den anderen Städten. Wer war's, ne? Straßensperre ignoriere ich mal. Menschen. Menschensalat. Oh, ein neues Auto. Weil der Little und Enforce eigentlich ganz praktisch wäre, weil da würde ich auch eine Schutzweste kriegen. Zack, 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 komm, gib mir einen Stern. Was denn so einen leeren Enforcer? Das wäre jetzt ein Hit. Na komm, ich hab einen Polizisten überfahren, gib mir einen fünften Stern. Ja, nur wir gehen mal. Mann, ich kann. Meine Güte. Komm stark aus. So, meine Güte, ey. Ey, das tut mir so ein bisschen leid, ne? Aber ich hab Ansprüche an Qualität, ne? Komm, mach mal einen Feuerwehrwagen, ist cooler. Kann man so ein bisschen spritzen, ist doch cool. Kriegt eigentlich durch Spritzen auch Sterne? So, ich glaube nicht, ne? Also wäre so ein Stern, wenn die Polizisten eine Spritze, aber sonst so. Weg da! Resist, sehr gut. Hi. Trottel. Noch ein Trottel. Drogendealer. Auch nicht sonderlich intelligent. Ein paar Ballers überrollen. Ich glaube, kann ich in der Markierung einfach vorbeispringen, weil ich kann das Haus aktuell nicht betreten. Ja gut, dann bringt mir das Vorbeispringen in der Markierung auch nicht viel. Aber ich sollte eigentlich einen Panzer in der Garage parken können. So, weg mit euch. Ich sehe fast schon Tony Hawk's Underground hier. Oh. Ich dreh mal um. Was? Meine Güte, ich will doch einfach nur die Polizeimission ganz früh im Spiel machen. Ich hab keine. Komm. Wir lassen's.
Wir lassen es einfach. Ich werde die, denke ich mal, dann einfach legal machen, wenn ich Waffen habe. Das heißt, ja, nach den Graffitis wäre dann, denke ich mal, ein guter Moment. Aber es bringt, es keine Ahnung. Ne? Ihr versteht schon. Es war einfach nur so enttäuschend. Nur ich habe mir mal, ich könnte auch einfach die Folge beenden, so, ne? Oh. Nee. Nee. Ja, so. Ihr sollt schon mit mir gemeinsam leiden, so ein bisschen. Das macht auch so ein bisschen Let's Play aus, ne? Euch mitleiden zu lassen. Dann werde ich jetzt gucken, dass ich die Arenen einfach mal mache. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass Las Venturas halt zwei Arenen hat und dass er so ein bisschen pokern muss, ne? Weil wenn ich dann vielleicht wieder hinfliege, ne? Wir machen jetzt mal San Fierro. Und dann, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wenn es jetzt nochmal schief geht, dann breche ich die Folge einfach ab und spiele Persona. Ich würde die Schnappschüsse machen, ne? Ne, wir versuchen dann sicher bei der Arena zu landen und diese dann zu machen. Und denke mal, werden dann auch später dann auch nicht so viel mehr rumexperimentieren mit die anderen Inseln zu besuchen und so weiter. Sei es dann halt später dann keine Fitnessstudio zu machen. Das mache ich dann einfach ganz legal, wenn ich dann da angekommen bin. Irgendwann ist das noch so ein bisschen nervig. Selbst kein so, hey, ich mache so viel wie möglich vom Spielbeginn, ne? Dann müsste jetzt auch die Bürger werden so machen, ne? Und doch, die Graffitis könnte man ja auch schon sammeln. Oh ja. Kann man eigentlich rund um die Uhr in die Arena rein? Muss es Nacht sein, Abend sein? Naja, mal gucken. Wenn die Arena gleich gesperrt ist, dann keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach auch ein Auto steigen, dass man 4 Sterne sieht, auch nicht so. Da hast du dann GTA 4 oder so. DJ! Ich hab gehupt, Tobi. Nee, keine Ahnung. Oh, Mond verhaftet zum ersten Mal. Was sagt die Folgenlänge? Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Die Markierung erstmal weg. Wie lange sind wir jetzt in der Folge? 20 Minuten, I guess, ne? Ich weiß nicht genau. Wir machen jetzt einfach den Beginn der Story. Und die Sache ist ja die, das würden wir eh nicht, naja, lange füllen, so, weil ich glaube nicht, dass ich eine Stunde mit den Missionen füllen kann, bis ich halt, Graffiti freischalte. Deswegen, ja. Fangen wir einfach an schon mal. Ja, ne? Und drehen wir uns ein bisschen ab. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich Lode die Markierung wegbekommen hätte, hätte ich das schon vorher gemacht. Ja, ich mache keine Experimente mehr über die andere Klinge, zu stressig. Das ist mir gerade einfach zu stressig. Wir fangen mal an. Boah, bin ich hässlich. The wrong house, fool! Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ. Oh my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man?
Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Generell die Bilder sind ziemlich spannend. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in and keep it real. Das letzte Mal, dass wir gefahren werden. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. Can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long man. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucking. Here we go again. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Oh, motherfucker, my car. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Und Fahrradfahren kann sich aus. Wird eigentlich jemals geklärt, beantwortet in dem Spiel, warum Karl überhaupt abgehauen ist vor 5 Jahren? Ich würde einfach mal vermuten, also meine Vermutung ist einfach, dass er einfach mit dem Tod von Brian so klar gekommen ist, einfach gegangen ist, so. Was ich auch verstehe soweit, aber... Aber, keine Ahnung. Hat es noch mehr Gründe, so? So, und die treffen natürlich wieder sehr gut, ne? Hier kriegt man direkt einen guten Eindruck davon, wie krass die Gegner in... Wer ist denn der, auf wem ist denn der Fall hier? Das ist Speed, ne? Kann man den irgendwie, anschieben, so, wenn man gut ist? Shit, a bonus car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Genau, Checkpoint-Speicherung, auch eine Neuerung in der Definitive Edition, was halt aber nur für GTA San Andreas eingefügt haben. Was auch Sinn ergibt, teilweise, weil das auch die längste Mission hat, aber hätte teilweise auch die anderen Teile auch gut gebrauchen können, so. Aber ja, guck mal, jetzt sind wir weiter. Ich kann es weiter anschieben. Aber halt, ja. Gibt Checkpoint-Speicherung in den Missionen, das macht es auf jeden Fall auch, keine Ahnung, angenehmer, also umso weniger neu spielen, so. 687 übrigens da oben. Wir haben ein bisschen. Wir haben Geld verloren, wenn wir gestorben sind zweimal. Oder einmal. Wir sind zweimal gestorben, das haben wir auch so gelassen. Ach ja, das haben wir geschafft. Ja, ein bisschen sorry. Ist ein bisschen demotivierend tatsächlich. So. Aber ja. Wir spielen einfach, ne? Nur soll mir Spaß machen. Ich muss, soll mich auch nicht dazu zwingen, dann möglichst früher so viel wie möglich machen. Sondern wie ich Bock habe, mache ich das. Und wenn nicht, ja. Was heißt, wenn nicht, ne? Das hat halt. Geht halt einfach nicht so. Wenn ich mir irgendwie den Panzer drüber schaffen. Ich denke mal, wir machen dann einfach legal die Bürgerwehr. Holen wir uns dann ganz viel Uzi. Mit Hilfe der Graffitis. Und dann machen wir jetzt auf dem Motorrad. Ganz gespannt, würde ich sagen. Oh, weiter.
CJ? You can't keep up with the fat man? I got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Okay. Ich bin schon hässlich, das stimmt schon. Aber ich bin auch stolz. Man würde diesen Panzer ganz gut da drin machen. Ja, komm. Klingen, es geht los. So ist die Mission Big Smoke abschließen, haben wir schon abgeschlossen. Naja. Ja komm, wir können noch speichern, dann wird um 6 Stunden vorgestellt. Wir kennen das Prozedere. Zuerst mal lassen, dass das außerhalb meiner Mission erklärt wird. Und hier. Das ist Big Smoke, wo ist das Vitron Candle eigentlich war? Naja. Und hier wird man auch geheilt. Beim Speichern. Das ist ja bei den anderen GTA-Teilen auch nicht der Fall gewesen. Hm. Sollte ich weiter das Auto zerstören? Hello? I thought I explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Komm jetzt da hoch. Ist das ein Auto? Nee, warum ist hier kein Auto? Ich will da aufs Dach rauf, das ist eine Waffe. Ist doch egal. Ich muss nicht auf Reiters bei Auto ballern. Ich will ja keine Dialoge skippen, ne? Hey man, what you want? Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Ah, yeah. Let's go, bitch. Hey. Show me how they drive on the East Coast, homie. Stellt euch mal vor, es gibt so einen Charakter in einem Spiel, der so synchronisiert wird, ne? Der so synchronisiert wird und dann Synchronsprecher abspringt und dadurch man irgendwie die Spielfigur loswerden muss. Denkt einfach mal darüber nach. Whatever. You got 5 minutes. I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. So, machen wir schöne Frisur. Ich kann, glaube ich, mit der gleichen Frisur wieder rausgehen. Ich glaube, dann sagt Ryder sogar was. Vielleicht, dass er das eigentlich mal mag. So, hier. Cornwall-Look. Da bin ich jetzt irgendwie mal so ein Fan von. Ich weiß auch nicht. Kannst du mir noch den Fräsen, Junge, Gedächtnisbart schneiden lassen? Okay, nee, kann ich nicht. Boah, tragen wir eine hässliche Hose. You know something? I take it back. Old Reese still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'll take care of business. Hmm.
Das haben wir schon mitbekommen. Während der Taxifahrten und der Krankenwagenmission, ne? Shotgun-Speicherung auf jeden Fall. Geh in die Pizzeria und hol dir was zu essen. Ich hätte halt vor allem gerne, so. Eine Waffe. Ich will die Weichei-Portion, bitte. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. This pizza parlor's no pushover. Oh, danke schön. Oder wie renne ich? Ich wollte mal die Waffe holen, so, ne? Wir müssen ja auch alle Waffen skillen am Ende des Spiels, ne? Freue ich mich auch schon. Ich finde es eigentlich cool, die Waffen zu skillen, irgendwie. Keine Ahnung. Mache ich das einfach gerne so. Dann einfach, wenn ich dann, hier die Waffen halt freigeschaltet habe, zum Beispiel, dann geht es dann direkt ans Leveln, ne? Der Waffen. Und die paar Waffen, die man nicht so Upgrades bekommt, naja, die leveln wir halt andersweitig. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Ja, das ist gut. Finde ich gut tatsächlich, dass es an den Graffiti stört. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Fat boy, look at. Look who's here. It's running, man. What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, sure. Sonst habe ich meinen. Ja. Die unendliche Sprühflasche. Theoretisch könnte man jetzt halt wirklich die Gelegenheit benutzen, jetzt mit der unendlichen Sprühflasche. Das ist halt komplett dem Graffiti zu widmen, aber ich will halt zwischendurch speichern können. Das ist mir eigentlich schon wichtig. Vor allem in der Definitive Edition. Von daher machen wir es. Hier können wir wirklich Billard spielen, glaube ich. Machen wir vielleicht auch eine Graffiti-Folge. Watch for those rollers as I tag this up. Das zählt nicht für die 100, ne? Das ist einfach. There's another two baller tags in the hood. You go get them and I'll keep the engine running. Oder? Bei doch, ich glaube, oder? Das hat auch gezählt. Cool. Wie gesagt, wir sammeln jetzt glaube ich 4 in der Mission, die anderen 94 holen wir dann halt. Naja, dann noch. Wo? Ja, hier hinter, ne? Hallo, da bin ich wieder. Oh. Sind wir schon im Ballersgebiet? Die sind noch überall. Naja, schon mehr Growth Studio, weil das Clark und Bell. Also, wir sind sogar auf der Karte angezeigt, wobei generell nur ein Restaurant, ich glaube jedes Restaurant, diese Clark und Bell Ding. Ne, da hinten ist ein Pizza Ding. Das ist ja nett. Hi, da bin ich. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Wirst du nicht. Und ich meine schon als Drohung. Oh, ich kann laufen.
Ja. Die mögen das nicht, wenn sie ihre Graffiti überspülen, verstehe ich. Was jetzt? Einfach 2 Sterne, Hilfe. Kann ich was essen? Bis wo ich gerade hier bin. Hi. 8 Gerichte soll man essen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hatte Angst, dass ich das nicht am Stück essen darf, aber ja, ne? Natürlich könnten wir uns jetzt auch so das Maximalgewicht kommen. Es gibt eine Freundin später, die irgendwie uns übergewichtig haben will. Aber naja, wir machen es aber den Ausland. Ich glaube, dann mögen die uns doch einfach mal direkt. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht übrigens. Okay, wo ist Sweet? Ich brauch dich. Warum hat er das jetzt umgesetzt? Get us back to the hood, CJ. Man, what is your problem? Ich hab Bock, jetzt verhaftet zu werden, das wäre cool. Müsste ich aber auch im Basketball stehen, vermute ich tatsächlich. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. Ich hab $600,000. Aber ist okay. Dankeschön für das Geld. Eine Sprühdose setzen, CJ's Haus verfügbar. Das ist gut. Brauchen wir für die nächste Folge. Wie lange geht jetzt die Folge? Muss mal gucken, wie lang der ganze Spaß hier gerade ist. Ja, knapp über 40 Minuten. Und da gibt's auch ein Fotoapparat schon. Können wir jetzt Fotos holen, ne? Ich wollte speichern tatsächlich. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. Mm. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Ja, das ist sehr aktuell tatsächlich. Ich muss auf Klo. Komm, schweifen mal ab. Wie kann ich jetzt die Folge noch füllen? Ich kann wirklich mal gucken, ob ich jetzt Basketball spielen kann. Okay, weiß nicht. Und ich denke mal, ich werde mich fett machen, jetzt so, zum Beginn schon. Dass wir halt auch das schon erledigt haben, quasi. Wie gesagt, die eine Freundin, die uns übergegangen haben will. Ich glaube, wenn wir alle Ausland haben, dann ist es den Girls egal, wie wir aussehen. Da kommt es auf die inneren Werte an, oder so. Das ist eigentlich eine Schrotflinte. Na, war die Schrotflinte von dem Typen so, ne? Hi. Man darf halt nur nicht kotzen, so, weil dann, naja, ne? Verlieren wir wieder Gewicht. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal so. Wir wollen nicht übertreiben. Und Laura einfach ein bisschen Masse antrainieren, wenn wir eigentlich so abtrainieren können, so, ne? Ich denke mal, im Rahmen der nächsten Folge dann halt auch übergewichtig zu werden. Ich denke mal, das ist ein guter Plan, ne? Wo muss ich lang? Wo muss ich hin?
Ich hatte das irgendwie auf dem Schirm, wo es hin muss, aber jetzt habe ich gerade irgendwie die Orientierung verloren. Weil ich glaube, ich bin hier abgebogen. Weil ich zum Essen wollte. Wo muss ich hin? Ich hab's doch gerade da hinten. Nehmen wir noch keinen Basketball hier. Der ist ja da oben. Ah, da ist der Basketball. Ich hab ein bisschen Angst. Weil, keine Ahnung. Guck mal kurz in den Trophäen rein. 30 Punkte. Das ist unser Ziel. Gucken wir mal. Oh, fuck. Wie klappt das jetzt gerade? Ich weiß auch nicht. Kriegen auch mal eine Bonuszeit. Ich wollte nichts abbrechen, ich habe 3 gedrückt. Ich verstehe, ich wollte aufsteigen, so versteht ihr? Ja, habe ich einfach nur irgendwie doof gedrückt. Ich verstehe immer noch nicht so ganz die Steuerung von diesem Quatsch hier. Am höchsten Punkt des Sprungs abbrechen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich das mache, ne? Naja. Aber irgendwie klappt das gerade doch schon. Ja, ich sollte glaube ich nicht drüber nachdenken, wie es funktioniert, und einfach machen. Weil das war doof. Keine Ahnung, der hat irgendwie keinen Bock gehabt, das zu werfen. Und hat sich dann erstmal so ein bisschen Zeit gelassen. Gibt es irgendwo noch mehr Punkte, wenn ich weiter wegwerfe? Aber wie lag's irgendwie? Ich mache einfach, ne? Ich mache einfach. Jetzt habe ich den Flow verloren. So ein Mist. 2 Punkte Wurf, okay, cool. Das heißt, weniger Zeit, in der irgendwas schief gehen kann. Ja, das war doof. Weil er irgendwie sich nochmal ausjustiert hat. Ich sollte, glaube ich, erst wirklich stillstehen, bevor ich hier irgendwas werfe. Dankeschön. Gibt es denn jetzt gleich schon die 3-Punkte-Würfe oder wie sieht das aus? Mann, CJ, geht da bitte einfach rein. Ist das ein 2-Punkte-Wurf? Ja. Ich bin auch gerade sehr begeistert, wie die Musik läuft, ne? Aber es ist doch schön, dass wir in dieser Folge dann doch irgendwie noch was Schönes gerissen haben, ne? Nachdem ich so kurz dabei war, hey, abbrechen so, aber nö. Ich glaube, es sind 10 1-Punkte-Würfe und 10 2-Punkte-Würfe, ne? Und danach kommen halt die 3-Punkte-Würfe.
Reicht das schon, oder? Ja, ich mache noch einmal und dann, ne? Ey, ich bin hier. Na. Komm. Ist auch noch ein 2-Punkte-Wurf. Sonst komm. Cool. Was war das gerade? Ist gerade was runtergefallen? Ach, keine Ahnung. Wir gehen nochmal kurz essen. Damit wir schön fett die Graffitis machen können. Boah, ne, geht einfach direkt auf das, was ich ausgewählt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Komm, 6, trauert mich noch. Boah. Wir machen uns. Nee, wir fahren schön Auto. Eigentlich könnte ich das schnell machen, so, ne? Dann kann ich den ja so. Keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt noch schnell so. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und dann kann ich danach wieder. Kann halt danach wieder abnehmen. So, dann muss ich noch die nächste Folge die ganze Zeit fressen gehen, so, ne? Aber ja, der Plan ist ja nächste Folge die Graffitis und übernächste wird dann doch noch die Bürgerwehr da machen wollen. Dann halt, naja, halt legal, ne? Hier auf der Insel. Oh, Graffiti. Ja, das geht jetzt einfach, naja, speichern, fressen, bis wir es haben. Und dann am Ende gehen wir dann aber auf jeden Fall im Haus der Johnson speichern, damit ich mir da einfach nochmal so einmal eine Sprühdose auffüllen kann. Und dann, naja, kommen wir bald in das Vergnügen, dass wir ganz, ganz viele Hauptmissionen machen können. Wobei das dann nochmal unterbrochen wird durch, Durch was? Genau. Durch die Einbruchsmission. Die gibt's ja auch noch. Und ansonsten, ja, so ein paar Kleinigkeiten, ne? Fitnessstudio, etc. pp. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Das ist schlecht. Okay, dann speichern dazwischen hilft auch nichts. Okay, haben wir was, wie sieht das aus, so mein Fett? Ja, wir haben es weniger. Ja gut, dann müssen wir es auch in der nächsten Folge machen. Na komm, kann ich noch mal ein bisschen was essen? Jetzt ist wieder Platz. So, fahren wir noch mal kurz da drüben essen. Ist das so ein Raubüberfall? Wagen? Ich weiß ja nicht. Ja gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon die 50 Minuten überschritten. Ich glaube, wir sind ja ungefähr bei 54 Minuten. Wie gesagt, ich muss es halt Lamm schneiden, die Ich esse immer nur 5 jetzt. Boah, Salat. 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht gut aus. Ich merke, dass ich auch ein bisschen langsamer laufe. Also Leute, nicht so viel Junkfood essen. CJ zeigt euch warum. Es ist ein soziales Experiment. Klamotten kaufen kann ich noch nicht, ne? Ich kann mich tätowieren lassen. Muss übrigens auf Klo immer noch, ne? Ich gehe mal kurz zum Tattoo-Studio. So,
zum Tattoo-Mann. Tattoo-Cool-Mann. Ah, direkt hier daneben, cool. Boah, ich bin echt langsam, so ich freue mich drauf wieder abzunehmen. Hi. Einmal alles bitte. Nein. Ja, mach mal. Das ist rassistisch. Ja, dann bist du ein Taliban. Nehmen wir Los Santos. Jetzt haben wir linke Brust. Was haben wir da? Rechte Brust. Nee, da machen wir nichts. Bauch. Schön über die Bauchnabel bitte. Ne, schon der Bauch, ne? Unterer Rücken. Dankeschön. Jetzt fühle ich mich hässlich. Ich bin gespannt, wie lange dann die Graffitis brauchen. Wir werden wahrscheinlich einfach ein Video im Hintergrund laufen lassen mit den ganzen Standorten. Das ist am einfachsten. Und ich weiß genau, welches Video es sein wird. Apropos Video, ich kann auch hier so. Das hat auch Waffenskill, ne? Genau. So, hätten wir das auch mal geklärt? Das automatische Klettern fällt doch ein bisschen nervig. Kommst du mit rein? Nee? Okay. Oh ja, ich bin echt langsam. Gut, Leute. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.